Gottfried, Wasser passt, oder? Ja, wunderbar. Einen Sauerstoff müssen wir noch auftragen. Sauerstoff, dann machen wir gleich. Stellen wir ihn ein. Perfekt. Dann schauen wir, dann bringe ich da den ersten Fisch. Ich bin heute im Pinzgau unterwegs. Und zwar setzen wir heute die vom Aussterben bedrohten Eschen in den Diesbach-Stausee. Der Stefan hat die vom Ei auf großgezogen und gepflegt ein Jahr lang. Und jetzt, heute, werden die Fische gesetzt. Die kleinen Eschen sind erst etwa 12 cm groß. Sie wachsen relativ langsam. Heute setzen Stefan und Gottfried rund 1800 Stück in den Stausee. An unser Eschenprojekt arbeiten wir jetzt schon seit 25 Jahren. Das heißt, wir fangen die Eschen und strafen die an Ort und Stelle ab. Das heißt, wir gewinnen da dann die Eier und ziehen die dann in meiner Fischzucht auf und setzen die dann wieder bei unseren Gewässern aus. Wir sind 40 freiwillige Helfer, die was mich da unterstützen. Wir haben da 2020 800 Stunden aufgewendet. Wir sind über 4000 Kilometer gefahren und dann ist aber das Ei erst im Bruthaus. Dann beginnt die eigentliche Arbeit, das Großziehen der sensiblen Fische. Die Esche ist ein heimischer Fisch und ist einfach in den letzten Jahren haben wir die großen Probleme mit den Fischotter. Die Fischotter haben sich extrem vermehrt. Auf seiner Speisekarte ist die Esche ganz oben und da haben wir wirklich ein großes Problem. Zum Beispiel vor gut anderthalb Monat sind eine Fischotterfamilie bei mir in meiner Fischzucht reingekommen und haben innerhalb von kürzester Zeit 30.000 Stück so der Gräs gefressen. Das ist eine Arbeit von zwei Jahren, die was er zunichte gemacht hat. Einige kleine Eschen konnte Stefan noch retten und die kommen heute in sicheres Gewässer auf über 1400 Meter Seehöhe. Die sind aber ganz schön groß abgewachsen. Ja, bin ich total zufrieden. Für das, das vom letzten Jahr, gell? Ja. Passt, Stefan, schauen wir uns nochmal den Sauerstoff an, aber das schaut ganz gut aus. Das funktioniert, das passt. Ja. Passt, super, dann mache ich zu und dann machen wir uns auf den Weg am Diesbach-Stausee. Okay, passt, dann saus mal auf. Saus mal. Der Diesbach-Stausee ist in einer Seehöhe von 1400 Meter und da kommt kein Fischotter nicht drauf. Also sie entwickeln sich da prächtig, sie vermehren sich auch in Diesbach-Stausee und das ist irgendwie so ein Rückzugsgebiet für die Esche. Und wir bauen jetzt das Gewässer auf für den gesunden Pinzgauer Eschengewässer, damit dass wir da zu einem späteren Zeitpunkt wieder Eschen abstrafen können. Um dann wieder den Fortbestand zu sichern, auch in anderen Gewässern. Hier am Stausee der Salzburger AG setzt Stefan die Fische schon seit einigen Jahren. Es hat begonnen mit einem Versuch. Man hat schon gehört von anderen Stauseen auch oder höher gelegenen Seen, dass sie sich schon gut entwickeln können. Und man hat das einfach vor circa 10 Jahren einmal gestartet, hat die ersten Eschen eingesetzt und hat dann gesehen, aha, sie entwickeln sich sehr gut und seither machen wir das eigentlich Jahr für Jahr und glaube ich schaffen auch da ganz eine gute Basis für die Zukunft. Das macht man deswegen, um auch irgendwo die Fischart zu erhalten und das ist natürlich schon super und wir sehen das auch irgendwo ein bisschen so als Genreserve für die Fischerei, weil man hat kaum mehr Gewässer, die so ein bisschen abgeschottet sind, wo dann die Eschen in dem Fall sich so gut entwickeln können. Es ist so, dass eben mit dem Kraftwerk oder mit dem See eben dieser abgeschlossene Raum geschaffen wird einmal. Man hat relativ kontinuierliche Wasserstände. Es entwickelt sich auch die Nährtierchen entsprechend gut hier oben und das ist halt sehr gut für die Entwicklung der Eschen. Die Eschen sind da wirklich im Paradies gelandet und können sich da richtig gut entwickeln. Und wenn man genau schaut, kann man ein paar Exemplare entdecken, die in den letzten Jahren gesetzt worden sind. Wir haben ja dann gleichzeitig noch das Ausgleichsbecken im Tal unten unterhalb vom Kraftwerk. Das ist ja erst seit wenigen Jahren im Betrieb, da sind wir auch dabei dort oder setzen auch dort schon Eschen ein und schauen, wie sie sich dort entwickeln, weil das auch so ein bisschen abgeschlossener Raum ist,
der zwar einen offenen Zugang zur Saalach hat, aber trotzdem ein geschützter Raum ist. Da oben, noch ca. 1 Kilometer durch den Berg, ist der Diesbach-Stausee, wo ich gerade war. Und durch die Leitungen, die man im Hintergrund sieht, geht das Wasser durch bis ins Kraftwerk, wo ich jetzt gerade bin. Und da wird der Strom erzeugt. Kraftwerksleiter Daniel Gensbichler erklärt mir genau, wie das funktioniert. Du, jetzt war ich gerade oben beim Diesbach-Stausee und jetzt möchte ich natürlich auch unten auch das Ganze mir anschauen. Wie wird da jetzt Strom erzeugt? Das funktioniert folgendermaßen, dass wir da das Wasser vom Stausee oben über einen Triebwasserstollen im Berg und dann über unsere außen verlegte Druckrohrleitung da bis ins Tal runterführen. Da haben wir einen Höhenunterschied von oben bis da ins Tal hat es ungefähr 700 Meter. Und durch diesen Höhenunterschied haben wir da unten einen gewaltigen Druck. Und da wird eben die Energie vom Wasser in die Turbinen über den Generator in Strom umgewandelt. Und wie viel Strom wird jetzt ungefähr erzeugt? Ja, seit dem Ausbau zum Pumpspeicherkraftwerk erzeugen wir da im Jahr ungefähr 50.000 Megawattstunden an Strom aus sauberster Wasserkraft. Und mit dem können wir ungefähr 13.000 bis 14.000 Haushalte übers Jahr gesehen mit Strom versorgen. Und wenn du sagst sauberer Strom, ihr habt ja auch geschaut, dass ein bisschen die Fläche da wieder genutzt wird für die Natur. Zum Beispiel sehe ich da eine wunderschöne Blumenwiese. Was ist da herunten gemacht worden? Als Wasserkraftwerksbetreiber liegt da natürlich die Natur am Herzen. Und wir haben da die ganze Baustelle mit ökologischen Maßnahmen begleitet. Das neu geschaffene Unterbecken da zum Beispiel dient als Lebensraum für Fische. Die Blumenwiesen sind von dir schon angesprochen worden, für die Insekten, für die Bienen. Dann diverse Biotope sind angelegt worden, Biber haben sich angesiedelt. Man sieht da bei den kleinen Teichen, was geschaffen werden, Libellen fliegen. Also das, denke ich, funktioniert ganz gut. Ist dann quasi eine gute Symbiose, Energiegewinnung für uns Menschen. Und die Tiere nehmen es aber auch gut an, die Umgebung. Genau, das sollte das Ziel sein, dass das da im Einklang funktioniert.